Hey Leute, da bin ich wieder. Heute führe ich euch ein in ein völlig neues Thema, und zwar Animationen. In der Folge möchte ich euch einen Überblick über Animationen liefern. Ihr wisst ja, alle 2 Wochen kommt eine neue Folge raus. Hier gehe ich dann auf die einzelnen Arten von Animationen ein. Aber erstmal, was ist eine Animation? Und eine Animation ist im Grunde nichts anderes als, man hat irgendwas und möchte es bewegen. In einer Folge über C-Frames habe ich euch schon einmal gezeigt, wie wir hier diesen C-Frame von dem Part von da nach da hin und her pingpongen lassen. Und das ist an sich eine Animation. Wir animieren hier ein Part. Das ist eine Animation. Genauso, wenn mein Charakter sich jetzt von hier nach da bewegt, dann ist erstens seine Körperbewegung an sich schon eine Animation. Zusätzlich bewegen sich aber auch noch alle Gliedmaßen im Körper, und das ist dann noch eine Charakter-Animation. Das heißt, es gibt Hard-Animationen und es gibt Charakter-Animationen. Es gibt eine Sprung-Animation, es gibt eine Lauf-Animation, eine Fall-Animation, wenn ich falle. Und es gibt natürlich auch Emotes, die zählen auch zu Charakter-Animationen dazu. Außerdem kann man nicht nur Parts animieren und Charaktere animieren, man kann eigentlich alles animieren. Darum geht es ja in Videospielen. In Videospielen möchte man, dass Sachen sich bewegen, man möchte was für die Augen haben, weil wenn du auf deinem Bildschirm einfach nur eine Zahl hast, die sich verändert, wenn du irgendwas drückst, dann, es kann funktionieren. Es gibt ein paar konsolenbasierte Videospiele, die ganz lustig sind, aber es gibt einen Grund, warum wir Grafikkarten haben und 3D-Welten darstellen können, und zwar, weil 3D cool ist und alles in einem dreidimensionalen Space ist auf irgendeine Art und Weise animiert. Also, was für Arten von Animationen gibt es? Ich habe euch schon gesagt, es gibt Charakteranimationen. Dazu zählen Emotes, Laufanimationen, Aktionen und natürlich die Bewegung des Charakters an sich im Raum. Es gibt Objektanimationen, also zum Beispiel ein Part, welches sich bewegt. Man kann aber auch ein ganzes Model bewegen. Mein Charakter ist an sich auch ein Model. Und diese Objektanimationen kann man auch nochmal unterteilen. Es gibt Scripted-Animationen, also Animationen, in denen wirklich alles fest gecodet ist mit einem Script in Roblox Studio, wie das hier. Es gibt aber auch physikalische Animationen. Wenn ich zum Beispiel durch diese Coins laufe, wird ein neuer Coin in der Luft erschaffen und der fällt dann nach unten, und wenn die Coins nach unten fallen, auf den Boden aufklatschen, wieder ein bisschen hochbouncen, das sind auch Animationen, und zwar physikalische Animationen. Dafür muss man jetzt nicht viel machen, weil das macht die Physik-Engine ganz alleine, aber der Coin ist animiert. Und physikalische Animationen können sehr satisfying sein. Das Problem ist nur, die sind auch sehr rechenintensiv. Man kann leider nicht zu viele Physikobjekte gleichzeitig haben. Es gibt immer Begrenzungen. Neben Charakteranimationen, Scripted und physikalischen Part-Animationen gibt es dann natürlich auch noch Animationen für grafische Interfaces, GUI-Animation. Wenn ich zum Beispiel zu meinem Shop-GUI hier gehe, öffnet sich erstmal ein Proximity-Prompt, welches auch einanimiert wird. Die Transparenz wird animiert von 100 auf 0. Abgesehen davon wird das Ding auch noch ein bisschen größer. Der Text verschiebt sich nach links. Wenn ich E drücke, up, kommt ein neues GUI auf. Und dieses GUI, was wir hier sehen, das ist auch animiert, weil es bewegt sich entsprechend nach unserer Kamera. Es guckt immer in Richtung der Kamera. Und das ist tatsächlich etwas Hardcodetes, weil das GUI ist in meinem Fall tatsächlich ein Surface-GUI, welches sich auf einem Part befindet, und ich habe das Part animiert, dass es immer in die Kamera guckt. Anstelle eines Billboard-GUIs. Habe ich hier ein Billboard-GUI? Ich weiß es nicht. Doch, hier oben. Anstelle eines Billboard-GUIs, wie diese Clients hier, die einfach nur so animiert sind, dass die Position auf dem Bildschirm mit der Position im dreidimensionalen Raum übereinstimmt, aber es wird halt nicht irgendwie gedreht. Ihr seht, es ist immer derselbe Text. Das Einzige, was sich ändert, ist die Textgröße. Wenn ich weiter weggehe, wird er kleiner. Wenn ich näher rangehe, wird er größer. Und die Position. Aber er wird nicht dreidimensional gedreht. Anders ist es hier. Das wird komplett dreidimensional gedreht, weil es an ein dreidimensionales Part befestigt ist. Und wenn ich das GUI an- und ausschalte, seht ihr auch, es wird kleiner und größer beim An- und Ausschalten, und da sind halt auch GUI-Animationen. Wenn ich hier was scrolle, ist das auch eine Animation. Und genau das werden wir alles lernen in dieser Sektion. In der nächsten Folge zeige ich euch erstmal den Tween-Service. Der Tween-Service ist ein sehr, sehr nützlicher Service, wenn es darum geht, irgendetwas zu animieren. Er ist dafür da, um flüssige Übergänge von einem Wert zum nächsten Wert zu machen, ungefähr so, wie wir es hier mit Lerp gemacht haben, nur dass der Tween-Service das für uns automatisch macht und wir dafür nicht den Loop coden müssen. Aber darum geht es, wie gesagt, in der nächsten Folge. In der nächsten Folge geht es über den Tween-Service. Mit dem Tween-Service werden wir lernen, wie man Parts animiert. In der Folge darauf werde ich euch zeigen, wie man GUIs animiert. Auch mit dem Tween-Service übrigens. In der Folge darauf zeige ich euch ein paar physikalische Animationen. Es ist noch viel mehr möglich, als ein Part einfach nur herunterfallen zu lassen. Ich denke da zum Beispiel an, dafür muss ich einmal das Spiel stoppen. Hier, meine Feuerwerkshow, die ich in einem anderen Short erstellt habe. Wo ist mein Feuerwerk? Hier ist mein Feuerwerk. Ich setze das einmal kurz auf. Feuerwerkshow in den Workspace, der Rest in den Server-Script-Service und der Zünder in Starter-Pack. Starter-Pack habe ich euch auch noch nicht gezeigt, aber ich kann es einmal nebenbei erwähnen. Alle Tools, die man in Starter-Pack packt, kommen automatisch in das Inventar von jedem neuen Charakter. Aber was Tools sind, habe ich euch auch noch nicht gezeigt. Auf jeden Fall gehe ich mal auf hier spielen, habe hier den Zünder, und wenn ich jetzt auf den Zünder drücke, haben wir hier Raketen und die fliegen nach oben, und sie fliegen nach oben rein von Physik getrieben. Und das ist nicht möglich durch Schwerkraft, und da explodiert gerade alles wie verrückt. Ihr seht, die Parts fallen wieder runter durch Schwerkraft, aber wenn sie
sie hochfliegen, passiert das durch andere physikalische Kräfte, die ich euch dann in der übernächsten Folge zeigen werde. Also ist das noch ein paar Wochen hin. Ihr wisst ja, alle 2 Wochen kommt eine Folge. So, schönes Feuerwerk. Ach übrigens, falls ihr dieses Feuerwerk in euer Spiel einbauen möchtet, Kanalmitglieder Tier 2 oder höher können sich immer alle Sachen aus meinen Tutorials herunterladen. Ich werde es auch mal in dieser Videobeschreibung hier verlinken, auch wenn es eigentlich zu einem anderen Short dazugehört. Also wenn du Kanalmitglied Tier 2 oder höher bist, guck in die Videobeschreibung. Da gibt es genau dieses Feuerwerk, das du, wie du möchtest, in dein Spiel einbauen kannst. Falls du keine Kanalmitgliedschaft kaufen möchtest, gar kein Problem. Das Video ist jetzt hier oben auf dem i verlinkt. Ist ein bisschen schwer zu folgen, weil es halt ein Short ist. Und in einem Short ist nicht viel Zeit, um irgendwas zu erklären. Aber ich hatte in dem Moment keine Zeit für ein richtiges Tutorial. Weiter mit der RSL-Folge. Denn nachdem wir physikalische Animationen gelernt haben, kommt ein Thema, vor dem ich ein bisschen Angst habe. Und zwar eine Folge über den Animation Editor. Das ist der Editor, mit dem man Character-Animationen macht. Mit dem man Emotes machen kann. Mit dem man aber auch Laufanimationen, Aktionen und so machen kann. Und das ist ein ziemlich kompliziertes Thema. Und ich weiß gar nicht, ob ich das in eine Folge reinkriege oder doch mehrere Folgen machen muss. Wobei, es ist nicht wirklich kompliziert, aber eine Animation zu machen, ist sehr, sehr viel Kleinstarbeit. Genauso wie Sachen bauen. Dementsprechend mal schauen, wie es wird. Das war's dann aber auch mit dieser Folge. Vielen Dank an alle Kanalmitglieder. Ihr seid jetzt nochmal alle auf dem Bildschirm eingeblendet. Ohne euch wäre es gar nicht möglich, diese Videos zu machen. Ich weiß, das Video ist ein bisschen kürzer, aber es ist halt die Introduction in ein neues Thema. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao!